Dies wird ein interessanter Film mit interessanten Wendungen. Willkommen bei Zams Channel. Ich habe Ersatzteile bekommen. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Ah, Gaszug. Einmal Gaszug. Nochmal Gaszug. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob beide Gaszüge kaputt sind. Aber wenn einer so kaputt ist, geht einfach mal davon aus, dass der andere möglicherweise nicht weit entfernt ist vom Kaputtsein. Und das Risiko gehe ich nicht ein. Ja, das sind Shims. Sehen ein bisschen aus wie kleine Uhrenbatterien. Ja, hier das. Das sind die Ersatzteile für die Gabel. Die mit dem Außenteflon, die kommen mir komisch vor. Nee, doch, die stimmen. Die stimmen, die mit dem Außenteflon stimmen. Aber die mit dem Innenteflon, die kommen mir viel zu lang vor. Viel zu breit vor. Nee, das kann nicht sein. Ja, die mit dem Außenteflon, die sind okay. Das ist genau das Gleiche. Richtige Durchmesser, richtige Höhe. Aber die mit dem Innenteflon, da passt was nicht. Zum einen passt der Durchmesser nicht ganz. Und zum anderen, was viel kritischer ist, ist, dass die Höhe nicht passt. Das ist blöd. Die sind fast doppelt so hoch. Jede Menge Shims, 14 mal 5, ich denke, da geht was. Die haben auch richtig schöne Aufdrucke. Ich will gerade noch mal die verschlissenen Gabelgleitringe zeigen. Jetzt habe ich es ein bisschen leichter, weil ich gerade sitzen kann, eine bessere Beleuchtung habe und eine etwas stärkere Brille aufhabe, sodass ich hier also ein bisschen besser zeigen kann, wie das aussieht. Hier sieht man also, wie das Kupfer durchkommt. Sehr schön. Hier noch mehr. Das ist dann der Moment, wo man logischerweise sagen muss, man wirft das Zeug dann weg. Das ist jetzt der andere von der anderen Seite nochmal. Ich mache mal das Kameralicht gerade aus. So, nochmal ein Fokus ein bisschen verstellt. Jetzt müssen wir es ganz gut sehen, wo da die Poren sind. Und wo es hier völlig ausgewaschen ist, das Ganze. Das sind jetzt nochmal die Breiten von unten am Tauchrohr. Oder ist es das Standrohr? Ne, es ist das Tauchrohr, glaube ich. Zwei Sachen werde ich nie in meinem Leben lernen, ob es Makita oder Matika heißt, ob es Standrohr oder Gleitrohr ist. Das werde ich nie merken. Der sieht schon ein bisschen schlimmer aus. Man kann hier also in etwas weiterem Feld sehen, wie pickelig das ist und wo das Trägermaterial durchkommt. Man sieht also relativ fast überall hier bei dieser Seite, wie es pickelig ist. Bei dem anderen war es nicht ganz so schlimm. Da war es nur um die Trennstelle hier herum. Aber hier ist es eigentlich auch um die Trennstelle herum am meisten, aber okay. Ich habe die Shims jetzt mal umsortiert in so kleine Container, das ist ganz nett, die sind anreihbar und jetzt sitzen sie da drin. Diese Container, ich weiß, die Frage wird garantiert kommen. Die sind also in der Elektronikbranche relativ üblich. Die dienen einfach zur Aufbewahrung von winzigen elektronischen Bauteilen und die gibt es also überall zu kaufen, wo es also auch diese Bauteile gibt. Konrad, Reichelt, da gibt es also dieses Zeug überall. Die haben also überall diese ringsum diese Schwalbenschwanz, ja, diese Dinger hier, diese Schwalbenschwanz Verbindungsteile. Und aufgrund dessen kann man die also beliebig weit anreihen. Und man kann da ganze Paletten von erzeugen quasi. Ist nicht ganz billig, dieses System, aber
letztlich braucht man es, wenn man mit Elektronik zu tun hat. Jetzt habe ich das halt auch benutzt, weil ich so viele davon habe, logischerweise. Habe ich es halt auch benutzt, um meine Shims zu sortieren. Ja, und das ist also super gut. Da passen ungefähr 10 Shims rein. 5 habe ich von jeder Sorte und das ist eigentlich ideal. Ja, als kleiner Tipp für jemand, der das also auch so machen möchte, möglicherweise. Ja, ein bisschen schade mit den falsch gelieferten Gleitbuchsen, aber shit happens. Das werden wir gleich noch sehen. Ja, gehen wir mal runter in die Werkstatt und machen am Ventildeckel weiter. Das sind die schönen neuen Gaszüge und wenn ich das richtig gesehen habe, passen die prima. Wenn ich mal ein bisschen schlechter zu verstehen bin, dann liegt das daran. Ich will mich einfach nicht mehr vorbehaltlos diesem ganzen Bremsenreiniger und sonstigen Zeug aussetzen. Ihr habt mir oft genug den Tipp gegeben, dass ich mich schützen soll. Ich habe es ernst genommen, wie ihr seht. Danke dafür. Deckel von unten. Und man sieht hier noch 3 Schrauben. Das ist ein Deckel im Deckel quasi. Und dieser Deckel trennt eine Kammer ab, welche der Motorinnenbelüftung dient oder auch Kurbelgehäusebelüftung oder Entlüftung oder Druckausgleich zur Außenwelt. Und an dieser Stelle genau, war nämlich der Schlauch angeschlossen oder wird er natürlich auch wieder angeschlossen sein. Man sieht also hier Eintrittsöffnungen, eine ist hier und eine weitere hier auf dieser Seite, diese Eintrittsöffnungen. Ja, lassen halt die Luft und den Druck zirkulieren und hier sind nochmal Löcher, die im Prinzip genau an die gleiche Stelle gehen. Die dienen wohl dazu, ja genau genommen weiß ich es nicht, im Prinzip sind sie überflüssig und redundant, vielleicht damit das Öl noch ein bisschen besser raustropfen kann, welches sich da drin sammelt, das muss ja wieder zurück. Aber es könnte genauso gut auch hier rauslaufen, also ich habe jetzt so keine ganz schlüssige Erklärung für diese Löcher. Aber sei es drum, jedenfalls werden hier die Dämpfe des Motors, die er so erzeugt, bei seiner Atmung, bei seinem Druckausgleich zur Umwelt, wird hier gesammelt und hier dem Luftfilterkasten zugeführt. Und wenn da drin Schmutz ist im Luftfilterkasten, dann kann er nur von hier kommen. Oder kommt er wahrscheinlich von hier, sagen wir erstmal so. Ja, man kann das jetzt aufmachen, indem man die 3 Schrauben aufmacht. Ich habe das schon mal gemacht bei meinem Spielzeugmotor damals. Mit der Konsequenz, dass mir hier eine Dichtung gerissen hier ist. Hier ist nämlich eine Papierdichtung dahinter, genau die gleiche, die man ja auch kennt, diese grüne vom zum Beispiel Kupplungsnehmerzylinder und die reißen halt gerne. Und letztendlich ist da hinten drin nur ein Hohlraum, der als Labyrinth gilt. Luft soll ausgetauscht werden, Öl möglichst nicht. Das soll also gefangen werden, deshalb hat das so ein bisschen Labyrinth-Charakter. Und ja, wenn ich das jetzt aufmache, ist also die Wahrscheinlichkeit groß oder die Gefahr zumindest, dass mir diese Dichtung kaputt geht. Und das möchte ich natürlich nicht riskieren. Und da ich weiß, dass da hinten dran sowieso nur ein Loch ist, lasse ich es einfach zu. Mich interessiert aber natürlich, ob hier viel Schmotter transportiert worden ist. Möglicherweise mehr als man erwartet. Deshalb tue ich jetzt mal hier ein trockenes, sauberes Tuch reinstopfen und drehe das ein bisschen. Und guck, was da so zum Vorschein kommt. Ja, es ist ein bisschen ölig, aber es ist nicht signifikant schlimm. Es ist kein Ruß oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur ein bisschen relativ sauberes Öl. Also da ist offensichtlich nichts irgendwie Pathologisches geflossen. Nichts, was irgendwie nicht zu erwarten gewesen wäre. Also das ist okay. Bei der Reinigung von diesem Ding kann ich es natürlich nicht lassen, auch die Flatterventile für die Pair-Geschichte mal aufzumachen. Ja, das sind sie also. Und ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe. Also richtig super gut sieht es da drin auch nicht mehr aus. Weil das alles hier am Verkoksen und am Verpappen logischerweise irgendwie. Die haben sie schon gleich ganz mit rausgezogen hier, diese Flatterventile. Ups, hier kommt mein Ding durch. Ja, genau. Ah
Also, so war das Ganze gedacht. So sehen die Dinger aus. Und sie ventilieren also noch. Gummis sind noch gut, aber ich mache es einfach mal sauber, das ganze Ding. Kann ja nichts schaden. Diese Anschlagklammer hier, die ist nur mit der Schraube fest, das lasse ich aber alles zusammen. Ich denke, das ist auch noch alles gut dicht. Das ist nicht das Problem. Offiziell ist das PEER-System hier wartungsfrei. Es muss jetzt also niemand genötigt fühlen, es mir nachzutun. Aber, guck mal da. Es ist halt möglicherweise doch ein bisschen funktionsbeeinträchtigend. Wenn das hier so zugekokelt ist, aber man sieht, hier sind... Na, wo sieht man es? Ja, genau, jetzt habe ich es gerade. Das Loch, was da unten raus scheint, an dieser einen Stelle. Moment, ich mache mal Licht. Jetzt sieht man es besser. Hier, das ist ja der Einspeisepunkt in den Zylinderkopf, wo die Luft fürs PEER-System in den Zylinderkopf eingespeist wird und dann im Auslass sozusagen endet. Und dieses Ding muss natürlich frei sein. Und man sieht also schon, dass es halbwegs frei ist, aber jetzt, wo ich schon mal so weit bin, werde ich natürlich da mal ein bisschen was durchjagen, damit das Ding, also der ganze Koks und den ganzen Quatsch da, der hier da drin rumgammelt, mal ausputzen. Eigentlich könnte ich diesen ganzen Knorz mal ins Ultraschall werfen. Wozu habe ich es denn? Vorher, nachher. Ja, es soll ja auch Leute geben, die ihr PEER-System außer Betrieb nehmen, weil sie es nicht mit rumfahren wollen, weil sie ein paar Gramm Gewicht sparen wollen und die Umwelt egal ist. Naja, ich will wenigstens, dass es gut funktioniert, wenn es schon angebaut ist. Das ist soweit wieder richtig gut geworden. Dieses Flatterventil, das sorgt also dafür, wenn unter ihm, also hier, ein Unterdruck herrscht, erzeugt durch die Auspuffgase, durch die beschleunigten und noch nicht abgebremsten Auspuffgase in dem Moment, wo das Auslassventil schließt, zieht es also diese kleine Zunge nach unten. Und über dieser Zunge ist ja dieser Deckel mit der Frischluftzufuhr. Und dann zieht es diese kleine Zunge nach unten und die Frischluft kann also hier durchtreten und tritt ja, unter diese Kammer halt. Diese Gitter sind, tritt durch dieses Gitter durch. Von hier kommt die Frischluft her. Hier ist ja der Schlauch angeschlossen, der von der Airbox kommt. Und dann geht die Frischluft, wenn die durch das Gitter ist, geht die dann hier durch diese Löcher hier hinten rein. Und dann hier an diesen Pins, an diesen kleinen Rohrenden raus. Da gibt es 4 Stück an der Zahl logischerweise. Ja, und diese kleinen Rohrenden, die landen also genau hier in diesen Dingern. Das ist noch ein bisschen verschmutzt, das putze ich noch mal ein bisschen ab. Da landen die also und ich zeige mal, wo die unten im Auslass, kurz, also da, wo das Auslassventil sich befindet und wo der Krümmer quasi angeschlossen ist, wo das da unten rauskommt. Man kann also hier hinten tief im Schlund des Auslasses hinter dem Ventilschaft, rechts hinter dem Ventilschaft, sorry, dieses Loch, was man da sieht, man sieht das Loch eigentlich nur noch als Rand, weil der Ventilschaft zur Hälfte verdeckt. Auf jeden Fall dieses Ding, was da rechts vom Ventilschaft da zu sehen ist, ist ein Loch, eine Bohrung, die von oben kommt. Und das ist der Austritt für diese Frischluft. Ja, und an dieser Stelle passiert dann eine Nachverbrennung der noch unverbrannten Abgasanteile, sodass die Luft, die letztendlich durch den Katalysator geht, schon ein bisschen sauberer ist und den Katalysator ein bisschen schützt. Dadurch wird es auch noch ein bisschen wärmer, der Katalysator erwärmt sich noch ein bisschen schneller durch diese Nachverbrennung. Und ja,
dient halt der Abgasreinigung im Wesentlichen. Und dann gibt es noch dieses PR-Regelventil, was vom Motorsteuergerät gesteuert wird. Das sorgt dann dafür, dass diese Einrichtung nicht immer aktiv ist, sondern ich vermute im Schubbetrieb abgeschaltet wird. Aber das Werkstatthandbuch gibt leider dazu nicht besonders viel her. Im Werkstatthandbuch steht einfach nur, dass bei Bedarf das eben in Betrieb oder abgeschaltet wird. Und es wird also nichts darüber geschrieben, welche Betriebszustände das sind, wo das verwendet wird und wo es nicht verwendet wird. Ich vermute, dass es beim Schubbetrieb abgeschaltet wird. Ich habe auch eine Theorie dazu, warum das so ist, aber ich weiß es eben nicht genau, darum sage ich erstmal nichts dazu. So, jetzt wird es also langsam ernst. Ich bin also jetzt dabei, mir die neuen Shims auszusuchen für die Ventilspielkontrolle, fürs Ventilspiel einstellen. Und das ist jetzt beispielsweise der Shim von Zylinder 4 Auslass Nummer 2. Das ist also der ein bisschen zu eng war. Ursprünglich, jetzt suche ich einen Shim beispielsweise, der jetzt 1,892 hat. Das ist der rein rechnerische Wert. Und jetzt probiere ich also alle Shims durch, die ich hier habe. 1,90er Shims. Und schau mal, welcher der ist, der am nächsten kommt. Ich bin jetzt in einer ziemlich blöden Situation hinter der Kamera. Deshalb ist das jetzt ein bisschen zitterig. So, das ist also der, den ich rausgefunden habe von den ganzen Shims, der also am engsten ist, also die Toleranz am geringsten ist, am niedrigsten Richtung unten. Der hat also 1,892 Volt. Das ist also letztendlich der, den ich benutzen will. Und alle anderen kommen wieder ins Kästchen zurück. Und das ist also derjenige, welche der es werden wird. So. Während jetzt der Original-Shim noch unter dem Becherchen liegt, lege ich den neuen, den ich benutzen will, oben drauf. Weil ich den ja erst einsetzen muss, bevor ich den Becher einsetze. Dann ist die Reihenfolge auch schon mal gut. Ja, und das mache ich jetzt 16 Mal. Ist langweilig, wird einen Augenblick dauern, aber da muss ich durch. Auf einigen Schnapsbecherchen liegen es also neue Shims, die ich verwenden will. Es sind also 9, die ich neu mache und 7, die bleiben. Jetzt werden die Shims Stück für Stück eingepflanzt. Das war Nummer 1 und das geht jetzt noch 15 Mal so. Hallo, das sieht so aus, als hätte ich es voll verkackt. Hier neben dieser Schraube, da unten drin ist ein Öl-Return-Loch und da ist mir jetzt ein Shim reingefallen. Na, traumhaft. Also genau hier in dieses nette Loch. Ich dachte, ich hätte alles zugestopft, aber das habe ich übersehen. Das lief also da runter und macht hier jetzt einen kleinen Knick und läuft dann hier in diese Ölgalerie rein. Und da sitzt er jetzt drin. Ich weiß nicht, wie weit er runtergekommen ist, aber möglicherweise hängt er hier am Übergang vom Zylinderkopf auf den Motorblock. Wenn ich Glück habe, hängt er nur da und ich muss nur den Kopf abmachen. Ich habe also schon da oben reingeguckt. Man sieht ihn also nicht. Man sieht, es macht dann eine Kurve in diese Richtung, dieses Öl-Return-Loch, also nach links quasi. Und da muss er, diese Kurve hat er irgendwie noch mitgenommen. Er ist also nicht zu sehen. Da das Ding da nicht bleiben kann, pflücke ich jetzt also den Zylinderkopf. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das hat den Vorteil, dass ich mir die Ventile mal genau angucken kann, dass ich das Ventilspiel und die Nockenwellen einbauen kann. Die Nockenwellen muss ich sowieso zum Schluss einbauen, aber ich kann das Ventilspiel auf der Werkbank einstellen. Das ist der große Vorteil. Und ich kann mir die Ventile angucken und kann schauen, ob sie vielleicht eingeschliffen werden müssten. Ich beginne also hier außen. Oder ich begann hier außen, die habe ich schon locker, die Schrauben.
auf der anderen Seite auch. Ich benutze also so einen Schlüssel, weil nämlich man kommt nur mit einem ganz schlanken Schlüssel da rein. Den habe ich jetzt nicht, den muss ich mir natürlich noch besorgen zum Einbauen mit Drehmoment, das ist klar. Aber für einen Moment zum Ausbauen benutze ich den hier. Ja, so war das nicht ganz geplant, zugegebenermaßen. Aber shit happens einfach. Jetzt bekommt ihr wenigstens was zu sehen. Ein bisschen mehr als gedacht. So, mal gucken. Ja, eine neue Zylinderkopfdichtung wird es bei der Gelegenheit selbstverständlich auch geben, das ist ganz klar. Zylinderkopfdichtungen werden nie weiter benutzt. Jetzt tropft noch ein bisschen Kühlflüssigkeit aus, was auch normal ist. Jetzt gibt es hier neben noch zwei Zehnerschräubchen, die sind schon locker. Na komm. An diesen Schrauben sind übrigens unverlierbare Unterlegscheiben dran. Da. Ja, Schrauben sind alle raus. Das mit der Steuerkette war lieb gemeint, aber war auch irgendwie ein Schuss in den Ofen. Wo ist mein Schimm? Ich will meinen Schimm zurück. Kein Schimm. Ich versuche mal gerade einen Blick mit der Endoskopkamera zu erhaschen. Von diesem Teil, von diesem Loch. Schade, kein Schimm. Hey Jimmy, wo bist du? Er hätte doch einfach da liegen können, aber da ist einfach ein Schlitz und da ist er wohl reingefallen. Man erkennt auch leider irgendwie nicht, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt mal an den Fuß dieser Galerie mit meinem starken Magneten. Mal gucken, ob ich hier irgendwie den Schimm bewegen kann. Vielleicht sieht man da drin irgendwas zappeln. Aber es sieht nicht so aus. Wenn ich eine
wenigstens mal kurz sehen würde, dann ging es mir schon irgendwie besser. Dann wüsste ich ja wenigstens, dass er da auch wirklich ist. Ich habe hier einen ziemlich langen Kabelbinder. Wenn ich den jetzt mal in dem Loch versenke, in diesem Schlitz, komme ich da runter und runter und runter. Wirklich ganz weit runter. Ich kann den also komplett versenken, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Wenn ich den jetzt rausziehe, kann ich den als Ölpeilstab benutzen. Ich sitze also hier die letzten 5 cm locker im Öl. Also dieser Return-Kanal scheint nicht um die Kurve zu gehen, sondern einfach in die Ölwanne zu fallen, wie es aussieht. Ich weiß es halt nicht mehr. Die Zerlegung des Spielzeugmotors ist schon einen Augenblick her. Aber das gibt eine gewisse Hoffnung, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich war so weit drin, dann bin ich hier locker unten in der Ölwanne. Wenn ich dieses Ding hier mir betrachte, wo das endet, dann endet es eigentlich in der Höhe der Ölablassschraube. Das geht offensichtlich, geht dieser Schacht gerade bis unten durch. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, aber hier endet quasi der Kabelbinder sogar ein bisschen über der Ölwanne, also ein bisschen unter der Ölwanne. Da ist richtig. Und der geht nicht größer um die Kurve vom Gefühl her, sondern einfach gerade rein. Ja, als nächstes werde ich wohl mal die Ölwanne aufmachen, denke ich. Ja, schauen wir doch mal auf den Zylinderkopf. Schauen wir doch mal auf die Ventile von unten. Das ist die Nummer 1. Dass das jetzt alles ein bisschen verölt aussieht, liegt ganz einfach daran, dass ich da ein bisschen Öl reingekippt hatte. Das ist normal. Das ist die Nummer 1. Das ist die Nummer 2. Das ist die Nummer 3. Die ist ein bisschen crusty. Die hat deutlich ein bisschen mehr Ölkohle als die anderen. Ja, und der hier sieht so aus. Eigentlich nicht unbedingt schlecht. Also die Ventile sehen zumindest so aus, als würden sie gut schließen. Vielleicht sollte man, jetzt wo ich das Ganze auseinander habe, vielleicht hier auch mal aufräumen. Vielleicht mal ein bisschen sauber machen, vielleicht mal diese ganze Koke da entfernen, die hier am Rand residiert. Ich habe auch so das Gefühl, dass manche Ventile ein bisschen tiefer gehen als andere. Das hier sieht zum Beispiel im Leben so aus, als würde es ein bisschen auf der Kohle aufsitzen, aber die Kompression war trotzdem gut. Das sind jetzt übrigens die Auslassventile, die sind ein bisschen kleiner. Das sitzt richtig schön tief. Ich könnte die Ventile natürlich rausmachen, könnte sie mal einschleifen. Neu, also alles mal sauber machen, Ventile neu einschleifen. Bei der Gelegenheit. Das Einlassventil sieht zum Beispiel so aus, als würde es nicht ganz runtergehen. Im Vergleich zu dem nebendran, das ist das nebendran. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine optische Täuschung ist. Ich sehe es auch nur am Kamerabildschirm. Das sieht so aus, als würde es nicht weit, als würde es ein Stückchen, als müsste es noch ein Stückchen weiter runtergehen können, wenn es könnte. Aber es ist irgendwie kokt dazwischen. Bin aber jetzt nicht ganz sicher. Kompression war ja gut. Muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Die Kolbenböden sind auch leicht verkokt und die Ränder, das ist aber auch völlig klar, bei 110.000 Kilometer, dann würde man das auch nicht unbedingt anders erwarten. Die Zylinderwände, soweit die Kolbenringe reichen, sind ganz gut, aber oben natürlich auch relativ schmutzig. Das bekommt man auch alles wieder richtig schön sauber, wenn man das möchte. Das ist jetzt Zylinder Nummer 4, der ja auch oben sitzt.
Die Laufflächen scheinen noch ziemlich gut zu sein eigentlich. Es sieht wenig Spuren, hier sieht man ein paar, aber das ist wirklich nicht viel. Ist auch alles wunderschön glatt eigentlich. Hier steht noch ein bisschen Kühlflüssigkeit in den Kanälen, das ist klar. Das werde ich dann noch aussaugen mit einer kleinen Spritze. Interessant ist auch, dass man immer noch Dreck findet, wenn man von der anderen Seite guckt. Ach, das Wichtigste ist, man darf seinen Humor nicht verlieren, egal was passiert. Es passiert in dieser Welt so viele schlimme Dinge und es kann so viel Schlimmes passieren. Einem selbst, guten Freunden, der Welt, was auch immer. Ein verlorener Schimm ist, wenn man es genau nimmt, erstens eine Herausforderung, zweitens ein Peanut und drittens, ja, eine Herausforderung halt, oder? Der Kopf hat natürlich ein bisschen geschweinigelt. Ich gucke immer in diese Löcher da rein, ob der Schimm nicht doch noch drin hängt. Das wäre ein Ding. Aber tut er natürlich nicht. So, also. Hier sieht man einen netten Abdruck. So, hier kann der Kopf einen Moment wohnen, während ich auf Schimmsuche bin. So, ich ziehe jetzt mal hier ein bisschen Kühlflüssigkeit ab, damit das aufhört zu schwappen endlich. Die ganzen Kanäle sind miteinander verbunden. Was den Vorteil hat, dass ich nur aus einem Loch saugen muss. Die sind zwar alle verbunden, allerdings ist dieser Verbindungssteg nicht so besonders sauber gearbeitet an jeder Stelle, sodass also trotzdem noch eine kleine Pfütze überall einzeln zurückbleibt, die man dann noch aussaugen kann. Wenn man es gründlich machen möchte. Da gibt es so einige Stellen, wo noch ein paar Pfützen übrig bleiben. Aber macht ja nichts. Wer einen Schimm verliert, muss leiden. So, das ist die Beute. Mehr ist es nicht mehr. Jetzt ist das Kühlsystem ganz leer. Das ist ein Kühlflüssigkeitswechsel bis zum Null. Bis zur Nullfüllung. Also, da ist wirklich nichts Altes mehr drin. Es sei denn in der Wasserpumpe. Kann natürlich sein. Aber eigentlich kann es nicht sein, weil die Schläuche sind alle ab und der tiefste Punkt ist nun mal unten. So, ich habe die Kanäle jetzt also mal trocken gelegt. Man sieht hier auch schon die Überströmer zwischen den beiden oder zwischen den verschiedenen Zylindern, wo also die Kühlflüssigkeit sich da durchbewegen kann. Ganz nett. Ja. Da hinten natürlich auch. Ja, liebe Freunde, dieser Samstag geht in die Geschichte ein als der Tag, an dem der Zam den Schirm verlor. Ja, was will man machen? Shit happens. Gut, morgen ist Sonntag, morgen habe ich noch ein bisschen Zeit, morgen werde ich das Öl ablassen, die Ölwanne abmachen. Ja, und hoffen, dass er da drin liegt. Ne? Und wenn nicht, tja, dann wird es richtig spannend. Also, bis dann bei Zams Channel.